Ja, ich denke halt, dass das blaue Team sehr über das Late Game kommen wird. Durch ihre starke Poke und Engage Combo. Genau. Und wir gucken jetzt hier gleich, was wird am Anfang gekauft. Erstmal Doran Schild für den Garen, Flask für die Irelia. Und so. Genau, und wir wollen uns aber auf den Garrett fokussieren. Leider kann man den Chat nicht sehen. Man sieht, dass alle Leute da sind. Nichts Seltsames gekauft wurde, vielleicht auch bei der bei dem Blitzcrank, dass er Keks hat und noch Mana Pots mitnimmt. Vielleicht ein bisschen komisch. Aber sonst ist alles hier ganz normal vom Starten her. Bei der Jungler starten auf der oberen Linie. Ramos beim Blue Buff. Und Wurlibir beim Red Buff. Wir sind jetzt hier mit 2 und muss ich doch den Turm ein bisschen runter machen. Und jetzt geht der Garen und Irelia beide Toplane. Garen kriegt noch den ersten Farm. No, kriegt er nicht, schade. Kriegt nicht den ersten Farm, glaube ich. Ja, und Irelia auch nicht. Aber man sieht ja gleich, dass die Überlegenheit von dem AP Garen halt wirklich relativ stark ist hier. Und Karl, was gehst du als erstes? Gehst du halt erst Sheen? Das willst du Tryhard. Was? Ja. Aber du baust das erstmal nicht aus, oder? Du baust dann gleich. Okay, gut. Ja, erst dann nicht Damage. Das macht er immer sehr gut, wie er auf die Rede geht, der hier, der Gibbon. Starkes Richten. Guck mal auf die Botlane. Da pushen Jinx und Janna rein. Oh, aber Jinx ist jetzt gehookt. Und könnten halt aber noch mit dem Flash ganz einfach wegkommen. Oh, Garen ist fast dabei, schon die Irelia zu töten. Irelia ist wirklich relativ low, aber beide gerade nicht so gut am Farm. Obwohl der Garen schon mehr kann. Wow, Kassadin hat erst Blut bekommen. Wird dann aber auch noch abgeholt von dem Kog'Maw-Passive. Jetzt kommt der Wolibir noch mit Lane. Kann er den Ramos noch mitnehmen? Nein, das wird nichts. Will da auch keinen Flash wasten, um vielleicht noch den Kill zu bekommen, was aber unter dem Tower relativ unsicher wäre. Und dann spekulieren, ob die Passive schnell genug hielt. Ist schwer. Genau. Guter unaufhaltbarer Ansturm auf den Minion. Und schönes Richten. Aber da will man den Einlasted nicht haben. Geht erstmal Warden. Okay. Nach 4,5 Minuten ist das blaue Team einfach hier mit 200 Gold überlegen. Oder mit 100. Also minimale Unterschiede. Jetzt wurde die Jinx auf der Bottle abgeholt durch einen guten Gank wieder vom Volibear, der sich jetzt einen Assist schon hier nehmen konnte.
Jetzt sind beide Carries von dem roten Team schon mit einem Kill ausgestattet. So, Kassadin sowohl als auch Wayne, die auch mit 22 Farben relativ gut dabei ist. Kann sie jetzt noch Kill haben? Ja, damit steht Wayne 2-0, indem sie Peter fickt euch tötet. Und damit sieht die Botlane mit einer Wayne im Early Game auf 2 Kills schon relativ entschieden aus. Und wir gucken wieder Toplane auf unser Garen, um den es ja hier eigentlich auch großteils gehen soll. Eins zu drei steht es zurzeit. Jetzt leichten Vorteil für das Rot-Team hier. Oh, Fights auf Level 5. Wer jetzt die Ulti hat, könnte den Fight entscheiden. Aber bei nichts. Irelia ruft sich jetzt zurück. Oh, jetzt kommt Garen Level 6. Wäre das zweite und schwer passiert, wer weiß, ob er noch auf sie drauf geflasht wäre. So, jetzt hat er auch gut gefarmt. 39 zu 28 farmt, damit hat der Garen nach unserer Jinx den meisten Farm. Irelia teleportet gleich wieder hoch. Garen noch im Backward. Jetzt ist interessant, was kommt sich. Ein Sheen. Sheen ist immer was Gutes auf Garen. Jetzt pacet er wieder hoch auf die obere Linie mit einem Sheen. Die Irelia hat einen Eifer. Und der Kog'Maw schon wieder gegankt. Aber dieses Mal nicht das gleiche Problem. Dafür kommt der Rammus. Jetzt auf den Wurlibir. Oh, hat der das schlecht gespielt. Schade. In der Mitte. Auch mit zwei Farm überlegen. Im Gegenteil zu seinem Gegner. Kassadin. Ja. Obwohl die Wayne wirklich hier zwei Kills hat. Oh, wird das der dritte? Nein. Zwei Kills hat. Ist sie halt wirklich im Farm unterlegen. Was sie jetzt, glaube ich, aber goldtechnisch trotzdem noch nach vorne bringt. Hier sind wir noch mit 200 Gold vorne. Top Lane ist mit 60 Gold vorne, also relativ geringe Unterschiede. Jetzt ist der Kog'Maw hier unten, aber es steht genau im Ward. Das könnte relativ gefährlich werden, wenn er gehuckt wird. Passt, okay, er geht wieder. Dann jetzt wieder hier der Garen. Garen jetzt auf 50 Farm. Jetzt könnte irgendwie was passieren. Es könnte mal ein Fight kommen. Jetzt ist es interessant, was passiert. Wie wird die Lane weiter hier gestaltet? Eher wirklich defensiv zum Farm, was, wie es bis jetzt aussieht, Garen im Vortrag bringt, oder wirklich die Fights. Und da ist es relativ unklar, wer dort dann besser dran ist. Jetzt kommt Rammus Midlane, aber gegen einen Kassadin keine große Schwierigkeit für ihn selber. Jetzt Garen mit dem Richten hinter die Irelia her. Macht nicht das Damage, was er sich erwartet. Oder versprochen hat. Oh. Jetzt noch eine Q und kurzes Richten mit einer Ulti. Und es könnte der Tod von Irelia sein. Garen müsste echt mal seinen Mana-Pot reinhauen. Das wird sonst hier nichts mehr. Kog'Maw ist zum zweiten Mal tot. Entschuldigung. Jetzt Wolibear auf dem Weg zur oberen Linie. Garen sieht nicht, dass der Wolibear direkt durch den Ward durchläuft. Farmt weiter. Oh, ist das schlecht. Ich glaube, das wird sein Tod sein. Oh nein, er verstört. Oh, er wird auch angeflasht. Was passiert jetzt? Irelia, stunt. Aber der Gank nicht so effektiv, wie man sich versprochen hat. Garen geht zurück. Jetzt mit... nur noch knapp 100 Gold mehr als die Irelia. Während der Vorteil
auf der Botlane auch fast wieder geschrumpft ist, aber auf der Midlane halt schon fast 1000 Gold beträgt, was in Minute 10 schon eine ganze Menge ist. Ja, ab dem Ludens wird's ja wieder. Ludens ist ein Power Spike. So. Botlane, jetzt weit. Die Wave ist tot. Was passiert noch? Ramos stirbt gegen Blitzcrank. Schade. Wohle behält sich und auf der unteren Linie auf. Wird aber vom blauen Team gesehen. Nimmt sich zum Kopfball vor. Aber jetzt der Garen. Was passiert jetzt weiter? Da ist jetzt eine starke Q, starker unaufhaltbarer Ansturm. Oh. Mal gucken, was er jetzt macht. Unser Garen hier. Garen kämmt jetzt hier auf die Aurelia. Kommt jetzt mit dem unhaltbaren Ansturm. Okay, wird aber gestunt sofort. Unhaltbarer Ansturm. Trifft. Und jetzt mit dem Richten und dem Marcianischer Gerechtigkeit kann er hier einen Kill erzielen. Sehr gut. Beide Jungler fighten hier ein bisschen rum. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt Blitzcrank. Oh, der Hook geht vollkommen daneben. Wayne kommt von der Seite unten zu. Was passiert jetzt? Das rote Team könnte jetzt einen Drachen starten. Was macht aber hier Ramos? Was macht er? Er macht nichts. Er läuft einfach planlos drumherum, ohne irgendwelche festen Ziele. Jetzt könnte es gefährlich werden für Peter. Fickt euch. Garen ist jetzt noch in der Base, weiß nicht, was er machen soll, läuft nicht weiter. Warum stehst du da so lange in der Base? Ach was? Das kommt ab dem Ludens kommt das wieder. Nein, ich mein's ernst, ab dem Ludens kommt es echt wieder. Ja, verstärkter Wälzer wurde hier noch. Verstärkter Wälzer wurde hier noch gekauft. Wie viel brauchst du noch? Garen ist jetzt hier schon mit 108 AP ausgestattet. Okay, Botlane jetzt falls. Guck mal, unter leichten. Wird hier leicht angegriffen. Garen Toplane gegen Irelia. Sie stunt ihn, kann ihn nicht stunnen. Oh. Jetzt doch, oh, was passiert jetzt? Wie viel noch? Irelia hier mit einem Crit. Warum crittet sie denn? Wir gucken uns jetzt mal wieder die Goldstatistik an hier nach. Gespielten 14 Minuten. Top Lane ist relativ gleich. Garen sogar mit einem 300 bis 400, 500 Gold Vorteil. Richtig stark. Mid Lane. Jungle ist der Volibear auch knapp 200 Gold vorne. Während Bot Lane wirklich 600 Gold Vorteil. Nein, Mid Lane 600 Gold Vorteil auf dem Kassadin liegen. Und Botlane ist relativ ausgeglichen, ist aber auch 52 Gold Vorteil für die Jinx
und auch den Supportern brachialer hoher Vorteil für den Blitzcoin mit knapp 1000 Gold. Jetzt wird spannend. Jetzt kommt hier der Trägen Zweifel. Gut. Okay. Ramos ist schon tot. Garen kann noch wegflashen. Ist jetzt aber unter Druck. Drei Leute pushen. Anne Kassadin geht wieder weg. Irelia und Volibear. Weiter auf der oberen Linie hier am Pushen. Und man weiß ja, dass ein AP Garen halt wirklich erst stark ist ab dem Luden 2. Dann richten unglaublich Damage macht. Und wirklich fast nicht mehr dagegen spielbar Damage macht, dass man ihn nicht mehr auf der Lane aushalten kann, dass man ständig zurückgehen muss in die Basis. Und genau. Das wird die Irelia hier bald spüren müssen. Die Irelia kommt aber jetzt wieder ein bisschen mehr beim Farmen heran, weil bis man das Ludens fertig hat, braucht es halt wirklich Zeit. Aber ab dann ist man extrem stark und kann alles auf der Lane wirklich zerstören. Das ist genauso wie man mit Corki erst sein Trinity baut, braucht, bevor man, sag ich mal, erfolgreich sein kann. Genauso wie mit Irelia erst das Trinity nötig ist. Jetzt erneuter Gank auf den Kog'Maw. Und da wird er ganz einfach abgeholt. Olivier flasht ihn sogar noch an. Wirft ihn dann zurück. Und so kann er ganz einfach vom Kassadin gekillt werden. Der sogar noch Ignite hier nutzt, was glaube ich nicht nötig wäre. Jetzt pushen die zwei Team Midlane. Kriegen auch den Tower. Weil Ramos versucht hat, Botlane zu ganken, aber das nicht so erfolgreich wurde. Hast du einen Kill? Welche Minute? Okay. Garen hat 20 Farb mehr. Der Vorteil war schon mal deutlich höher. Mal gucken, was jetzt hier Top-Line weiter oben abgeht. Also, wenn du Schweich bist, baust du Lich Bane. Okay, dann, jetzt dann jetzt. Aber erstes AP. Nicht die Rüstung, ist ja Tryhard. Okay, jetzt Botlane. Relativ harte Fight. Ramos wurde abgeholt. Vier Leute. Oh, der Hook geht daneben. Toplane, was passiert jetzt? Garen fightet Irelia hier. Was passiert? Kann er sie töten? Kann er sie töten? Die messianische Gerechtigkeit würde noch nicht ausreichen. Er braucht Q und die messianische Gerechtigkeit. Aber ob das dann wirklich ausreicht, ist die Frage. Oh. Heute stark zurückgekickt von der Wayne. So kann kein weiterer Damage von der Jinx folgen. Jetzt, was passiert? Blitzcrank schafft es weg. Kann entkommen. Kog'Maw schießt seine Ultis, seine lebenden Arterien hier nicht gut. War 3-2-mal daneben. Aber Blitzcrank ist nur noch auf ein Drittel der HP übrig. Wade hat auch nur Half-Life. Was, also können das blaue Team jetzt hier den Drake Minute 19 sich nehmen. Volibear geht weg, weiß gar nichts. Das heißt, es müsste der Drake für das blaue Team sein. Ganz einfach. Oh, es wird sogar gepickt. Also man weiß, dass da Leute sind, aber es wird nichts gemacht. So, jetzt weiter geht's hier. Toplane. Garen gegen Irelia. Jetzt mit 49. Garen ist jetzt relativ behind. Ist von Leben. Kann nicht mehr viel machen. Was passiert jetzt? Jetzt kommt Ramos ganken. Macht hier
Garen schlägt drauf. Jetzt kommt die demasianische Gerechtigkeit. So wird hier ganz einfach die Irelia abgeholt. Super gut gemacht. Jetzt müsste das Ludens fertig sein auf der oberen Linie. Jetzt wird hier Damage gemacht. 2-0 steht der RP Garen auf der oberen Linie. Minute 20 sind wir jetzt. Vom Gold her sind eigentlich sehr relativ ausgeglichen, obwohl das rote Team 3 Kills mehr hat, aber dafür hat das blaue Team halt einen Turm mehr und einen gefiederten Garen, der hier relativ schnell, relativ gefährlich werden kann. Muss man wirklich drauf achten. Dass das hier nicht aus den Bahnen gerät, wenn der Garen halt zu gefiedert ist. Jetzt, guck mal, rennt doch weg. Garen, weiter am Farmen. Botlane, was passiert da jetzt? Jarnas. In Bedrängnis. Kann Jinx schnell genug Damage machen? Ja, kann sie. Aber Kog'Maw kommt da mit seiner lebenden Arterie und holt sich den Double Kill ab. Ist die Ulti, lebende Arterie. Was? Oh, da kommt das Ludens raus. Das macht Damage. Das ist gefährlich. Da kommt der Gank. Was passiert jetzt? Passiert... Relia flasht weg. So passiert nichts weiter. Oh, jetzt ist es, was passiert jetzt. Nein. Kassadin geht nicht mehr in euch. Garen kauft hier jetzt die... Garen kauft die... Die Abklingzeit, Verringerungsschuhe. Oh, da kommt der Flash und da kommt der Fail Grip danach. Aber Bolibear flasht auch hinterher. Kann aber da nichts machen. Jetzt kommt der Jinx. Ulti. Vollkommen daneben. Was soll das? Warum attackst du nicht weiter mit Auto-Attacks? Kog'Maw jetzt auch mit der Ult. Jetzt könnte es sehen. Aber. Jinx hier von dem Raketengriff getroffen. Sofort kommt der Flash. Aber Irelia kommt. Aber geht auf den Minen. Stuntan. Blitzgurken. Schlägt sie hoch. Rammus. Und Garen jetzt hier wieder. Mit dem. Oh, erst das Ludens und dann die demasianische Gerechtigkeit. Holt sich so den Kill. Du musst doch den Garen Level 5 Zeichen zeigen. Beim Dance. SCG6. Oh, da kam das Ludens raus. Das macht bei dem Kog'Maw deutlich weniger Damage als beim Garen, das Ludens. Wir haben jetzt weiter einfach auf die Top-Lane. Wir gucken uns nochmal das Gold an. Blaues Team führt jetzt mit 1000 Gold ungefähr. Gucken uns die Verhältnisse an. Irelia, wirklich 1500 Gold ist abgeschlagen. Genauso wie aber auch gegnerischer Jungle, der Volibear. Über 1000 Gold hat es. Kassadin hat auch einen leichten Goldvorteil. Wayne ist fast 2000 Gold abgeschlagen gegen die Jinx und Supporter
Fast wieder gleich. Jetzt die Fights aus der Top-Lane. Sind relativ... Was? 3-2. Das ist 3-0. Stimmt es aber 3-0. Wird jetzt der übergroße Stab gekauft? Ja, da ist der übergroße Stab. Gewinnt ihr? Wenn ihr gewinnt, darfst du nur Apex Games spielen. Hier. Jetzt die Fights an Drake. Die Jinx macht sehr guten Damage. Wird aber hier der Wolli der Kog'Maw stirbt. Oh, jetzt kommt die Irelia in den Fight. Garen ist noch nicht da. Er kann noch nicht hier mitentscheiden. Die Jinx. Stirbt sie schon? Nein. Oh, das hat die Wayne gut gemacht. Da kann Garen nicht viel machen. Und stirbt deswegen auch. Jinx, was? Oh, 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 das war schlecht. Jetzt auch Wayne mit relativ vielen Kills ausgeschaltet. Hat jetzt auch 3. 3. Das ging aber nicht so gut. Relativ wenig getroffen, Raketengriffe. Wieder unseren Garen, das ist unser Hauptakteur hier. Er will im Tour, weil klar, er ist hier der Apicary. Kriegt er auch, sehr schön. Oder kommt Kog'Maw und nimmt sich den. Oh, jetzt ist Garen jetzt in die Zangen genommen von allen und ist sofort tot. Klar, wenn ein Assassin einmal gestunt ist, dann ist es vorbei. Als Assassin muss man vorsichtig sein, warten bis die Fights anfangen und dann die Carries rausnehmen. Garen jetzt von 3-0 auf 3-2 abgeschlagen. Ist nicht so gut. Aber was macht Peter? Fickt euch. Vollkommen retarded. Total unnötig und schlecht. Jetzt ist Garen wieder dabei. Hat sein Sionius jetzt. Ludens und Sionius hat er jetzt hier fertiggestellt. Jetzt müsste man sich eigentlich schon vor ihm acht nehmen. Was jetzt er als nächstes baut, kann entscheidend sein. Was wird er bauen? Was ist gefährlich für die Gegner? Also ich würde ihm eigentlich ein Road of the Ages empfehlen. Was denn, Sonjas? Ja. 42 AP ist noch nicht so viel. Da kann noch was gehen. Wir werden hier gerade schon gespoilert, dass es bald zu einem Baron-Fight kommt. Und da Garen sehr viel abräumen wird. Mal gucken, was passiert.
Jetzt kommt es zum Fight. Was passiert? Geralt. Starker Knockup. Oh, jetzt Geralt zurückgeworfen. Ist jetzt relativ im Team drin. Nicht gut für einen Assassin. Geralt jetzt. Geralt ist hier. Kommt an. Wird das die demasianische Gerechtigkeit? Und demasianische Gerechtigkeit holt hier einen weiteren Kill. AP Geralt carried this game. Geralt ist hier am Start. Ramos und Geralt gegen Ritter. Da kommt. Oh, richten! Macht hier vielleicht knapp 150 Damage. Ist enorm, was hier abgeht. Geralt geht jetzt hier weg. Jetzt habe ich gleich. Ihr seht hier sehr erotisch, wie Geralt in der Base rumsteht. Und ich glaube, wir sollten dafür echt mal eine Schweigeminute einlegen. Unaufhaltbarer Ansturm. Es sieht jetzt für beide Teams nicht sehr schlecht aus, aber ist ein 3000, 4000 Goldvorteil. Doch da führt das blaue Team, das Team. Von unserem Geralt. Der Geralt, der hier am zweitmeisten Farm hat, am nicht ganz meisten Kills, aber auch nicht am meisten Assists, sogar relativ wenige. Aber jetzt werden wir. Aber er macht hier so gute Aktionen. Er ist der Typ, der sein Team carried. Jetzt wird's spannend. Kassa liegt im Team. Vielleicht nicht die beste Entscheidung. Wird sofort gemutet. Kommt jetzt. Richten. Richten. Oh, wird aber von Rakin getroffen. Richten. Und hochgeschlagen. Richten macht trotzdem hier weiter Damage. Geralt mit dem Kill durch das Richten. Kommt noch knapp weg. Da, aber das ist nicht gut von Geralt, dass sie eigentlich da den Rand kriegt. Aber Jinx macht hier den Job zu Ende, den sie bekommen hat von dem Geralt, der ihr gesagt hat, ja, wir können das hier gewinnen, aber nur, wenn wir gut sind und zusammenarbeiten. Dann ist das hier möglich? Da kommt der Geralt teleportet, aber das interessiert uns jetzt nicht ganz, weil wir müssen diesen Teleport. Lol. Okay, jetzt. LOL! Geralt, geht hier Treuhand. Und damit gewinnt man.
Das ist ein vielversprechendes Itembild. Sie gehen als erstes auf das Lich Bane, bauen es aber nicht aus, sondern nur das Shield. Gehen dann auf das Ludens Echo, auf das Zionias und dann bauen sie das Lich Bane aus und kaufen dazu noch die Abklingzeitverringerungsschuhe. Und damit kann man nicht verlieren und nur Games Carry, das ist hier ganz klar die einzige Sache, die zählt. Und so gewinnt man auch einfach mit Garen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß ein bisschen bei der Aufnahme und habt ein bisschen gelernt und tschüss.